Präsidentin und auch dem lieben Kollegen. Meine Frage geht an Bundesminister Lauterbach. Sehr geehrter Herr Bundesminister Lauterbach, Sie haben vor kurzem zusammen mit Ihrem Kollegen ein neues Eckpunktepapier im Zusammenhang mit der Legalisierung von Cannabis vorgestellt. Dieses Eckpunktepapier fußt jetzt auf zwei Säulen, einmal der Entkriminalisierungssäule und einmal der Säule Modellvorhaben, das, was die SPD schon lange auch fordert. Meine konkrete Frage wäre zur Säule 1. Wann können wir denn mit einer ersten Befassung im Parlament rechnen? Wie weit ist es da mit dem weiteren Vorgehen? Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Abgeordneter, der Entwurf, der Kabinettsentwurf befindet sich derzeit also in der Ressortabstimmung. Ich rechne daher damit, dass wir noch vor der Sommerpause eine entsprechende Befassung hier veranlassen können. Sie haben das Wort zu einer Nachfrage. Vielen Dank. Dann hätte ich noch die Nachfrage, was würden Sie denn jetzt schon oder jetzt antworten den diversen Ministern aus unionsgeführten Ländern, die bereits mit heftiger Kritik reagiert haben, bezogen auf die Kritik, die auf den, sagen wir mal, Entwurf und auf die Eckpunkte geäußert wurde? Sehr geehrte Frau Präsidentin, vielen Dank für die Nachfrage, Herr Abgeordneter. Zunächst einmal ist es ein Problem, was nicht von alleine weggeht. Wir haben steigende Abhängigkeiten, wir haben mehr Drogenkonsum, wir haben Kriminalität hier. Wir haben ein Problem, was wir nicht in den Griff bekommen. Da müssen wir uns ehrlich machen. Und wenn man den Schwarzmarkt in den Hintergrund drücken will und die Beschaffungskriminalität in den Griff bekommen will, dann muss man hier ein Gesetz bringen, was zum einen den Jugendschutz und den Kinderschutz gesichert, also durchführt und darüber hinaus aber auch einen legalen, qualitätsgesicherten Konsum erlaubt. Daran arbeiten wir. So, wir haben jetzt ein Problem, weil wir haben die Zeit ausgeschöpft. Ich würde aber die drei Nachfragen, wenn Sie sich exakt daran halten, zulassen, die ich noch gesehen habe. Die erste, die Kollegin Lüttke, der Kollege Köpiner und der Kollege Müller. Und das aber mit absoluter Zeitdisziplin. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrter Herr Minister Lauterbach, Sie haben gerade schon ein bisschen ausgeführt zu dem Vorhaben der Säule 1. Aber um den Schwarzmarkt bei der Cannabis-Legalisierung zurückzudrängen und vor allem einen verbesserten Jugendgesundheits- und Verbraucherschutz zu gewährleisten, ist ja auch wichtig, dass wir mit Säule 2 vorankommen. Und da wäre meine Frage, ob Sie noch mal ausführen könnten, wie der zeitliche Zusammenhang von Säule 1 und Säule 2 vielleicht auch schon in dem Gesetzesentwurf zu Säule 1 verankert werden kann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Abgeordnete, wir werden für Säule 2, also das Angebot kommerziell qualitätsgesichert Cannabisprodukte kaufen zu können, noch in der Sommerpause einen entsprechenden Gesetzentwurf entwickeln. Sie haben das Wort zur Nachfrage. Der Nachfrage. Sehr geehrter Herr Minister, Sie haben ja quasi die erste Säule deswegen auch begonnen, um damit quasi nicht zustimmungspflichtig bei den Ländern zu sein. Zumindest war es eine gewisse Vermutung. Wie können Sie jetzt garantieren, dass vor allem die erste Säule auch in allen Bundesländern, zumindest auch in meinem, in Bayern, wirklich auch durchgesetzt werden wird oder ob die Länder extra Maßnahmen beschließen werden, die quasi eigentlich die Entkriminalisierung von Cannabis bzw. die Legalisierung von Cannabis verunmöglicht? Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Abgeordneter, also diese Frage kann ich nur damit beantworten. Das wird ja ein Bundesgesetz sein und Bundesgesetze gelten auch in Bayern. Die letzte Nachfrage stellt der Kollege Müller. Sehr geehrter Herr Minister, wir haben in der letzten Woche eine neue Studienlage gesehen aus Dänemark, die nachweist, dass die Schizophreniefälle insbesondere bei Männern auf 30% zurückzuführen sind bei Männern, die Cannabis im Jugendalter konsumiert haben. Wir kennen die Studienlage und Sie haben ja auch in der letzten Zeit viele Studien gelesen aus Neuseeland und Niederlande, die insbesondere sagen, dass unter 25-Jährige, wenn sie Cannabis legalisiert zu sich nehmen und konsumieren vor allem, dass dort psychische Probleme langfristig entstehen. Wie können Sie als Gesundheitsminister sicherstellen, dass unter 25-Jährige nicht an Cannabis kommen? Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Abgeordneter,
Die Lage ist ja jetzt bestürzend, weil die Zahl der unter 25-Jährigen, die Cannabiskonsum aufweisen und somit die auch die großen Erkrankungsrisiken tragen, die Sie korrekt beschrieben haben, das ist ja das Problem. Es nimmt ja zu. Und wir wollen mit dem Gesetz, was wir jetzt vorlegen, gerade beim Kinder-, Jugend-, aber auch bei dem Schutz von 18- bis 25-Jährigen, besonders aktiv werden. Wenn man das gut macht, dann kann der Konsum dort zurückgehen, wie zum Beispiel auch die Erfahrung in Kanada jetzt zeigt, wo die Legalisierung genau diese Folgen hat, wie der kanadische Gesundheitsminister mir unlängst bei der G7-Tagung noch einmal ausgeführt hat.